Ich begrüße euch ganz herzlich im Transworld 2 auf der Taranta-Rampe. Wir sind heute nach längerer Zeit mal wieder in der Baureihe 204 und befinden uns in einem Szenario von Tom Fresco. Der Link dazu in der Videobeschreibung lässt sich im Creators Club spielen bzw. finden. Und ja, wir sind in der 204, haben hier ein paar Kesselwagen und noch zwei gedeckte Güterwagen. Stehen hier gerade im Bahnhof von Freiberg. Hier noch so ein paar Autotransportwagen für der DB Schenker. Und Dosto steht da vorne, ich glaube mit einer 143, genau. Da hinten ist auch noch gerade eben einer ausgefahren, da sehen wir noch am Horizont. Und dann würde ich mal sagen, steigen wir mal ein. Okay, machen wir uns erstmal ein bisschen Licht an, weil wir kaum was sehen im Führerstand, interessanterweise. Okay, ich saß Ewigkeiten nicht mehr im Führerstand der 204, deshalb Nachsicht. Hauptschlüssel auf vorwärts, der Motor läuft ja schon. Dann würde ich sagen, können wir uns mal hier nach hinten drehen. Signallicht von rechts auf weiß. Hintere Spitzensignal, nee, vorne links auf weiß. Und vorderes Spitzenlicht an. Genau. Haben wir schon Zug? Okay, Zugschlusstafeln haben wir auch schon. Sehr gut. Dann hat das schon mal halbwegs gepasst. PZB ist noch nicht an. Wir stehen mal einmal kurz auf. PZB an. Okay. Die Bremse müssen wir noch entsperren. Ziehen wir mal Lokführerbremse an. Was ist das? Das ist die direkte Bremse. Also das ist die Lokbremse, das ist die Zugbremse hier. Das ist die SIFA. Interessant. Okay, was haben wir hier noch auf dem Fahrpult? Instrumentenbeleuchtung einmal. Jawohl, Bremse lösen. Nee, Sanden noch nicht. PZB funktioniert soweit. Sand halten. Nee. Lokomotive läuft schon. Führerstandsbeleuchtung. Ach, können wir vorne ein- und ausschalten. Sehr gut. Mehrfachstationsschalter auf eigene Lokomotive. Jawohl. Notfallmotorabschaltung. Nee. Haben wir hier noch irgendetwas Bedienbares? Nicht wirklich. Ist die Handbremse gelöst? Die ist doch eigentlich hier. Genau, Handbremse ist gelöst. Dann blicken wir uns einmal nochmal um. Huch. Batterie ist an. Kühlwassertemperatur auf 100 Grad circa. Mhm. Das haben wir uns jetzt alles schon eingeschaltet. Das müsste soweit passen. Handbremse ist gelöst. Dann, es ist unnatürlich leise im Führerstand hier, daher auf jeden Fall die Fenster auf. Oder das eine zumindest. Dann würde ich sagen, Bremse lösen. Sind hier in der unteren Zugart unterwegs. Ist die SIFA an? Ich weiß gar nicht, wo man die anmacht. Und wir fahren jetzt bis nach Chemnitz. Dürfen mit 60 ausfahren. Thank you.
langsam die Geschwindigkeit hoch. Ich hätte gerne hier so eine Art Flugbeleuchtung im Patientenbereich. Und ab hier dann 100. Was auch unsere Vormachtsfolge ist. Die Lok ist von Rhythm Games, das war das allererste Third-Party-Produkt im PSW. Damals, die Baureihe 204, für die man Spessart war. Das war so der Moment, wo man wusste, okay, ja, es geht langsam mit dem PSW in die richtige Richtung, was so Third-Party und sowas angeht. Auch wenn an dieser Lok längst nicht alles perfekt ist, aber immerhin. Noch beide Lüfter offen hier. Und da sind wir. Kann uns auch mal diese Maschine abholen, zum Beispiel die Maschine. Sogar 120 Uhr natürlich nicht schneller als 100. Das ist klar. Weil man überhaupt nicht schneller kann, weil ich wegen der Unterhaltung gar nicht berührt bin. So, wir schalten mal dann. Auch gleich schon einbringen.
Geld lassen wir einfach mal ein bisschen rollen. So, wir ziehen an. Also wir könnten natürlich mit dem Führerscheinlicht fahren. Ich finde es ehrlich gesagt fast schon angenehmer ohne. Oder? Doch, oder? Das sieht viel schöner aus. Wir machen noch ein Foto mit. So. So, jetzt sind wir auf der Ebene. Also müssen wir da leisten rein. Und wir werden wohl jetzt gleich wieder. Ja. Müssen wir bremsen? Ich glaube nicht. Nein, nur auf der Ebene. Jetzt geht es sogar bergauf, also Leistung hoch. Vorbei an. Frankenstein. Frankenstein. Mit der ihren Fahrgäste Mary Shelley. Das wäre was. Okay, also 100 Mal Einschränkung. Damit können wir leben. Also wieder Leistung gut. Schön, sehr, sehr schön. Also das ist der neue Standard von DTG ist, was Streckengestaltung und Beleuchtung und sowas angeht, dann bin ich wirklich sehr, sehr froh. Dann scheint das Ganze in den richtigen Händen zu sein. Hier sind wir auch mal 10, aber das interessiert uns auch nicht wirklich. Uns interessiert, dass wir halbwegs mal auf Geschwindigkeit kommen. Es gibt nämlich auch noch bergauf, aber wir werden da langsamer. Kilometer 3.
um das zu bestätigen. Im 90er Ampel hoffen wir, dass der 1000 Hertz Magnet nicht anspringt, weil wir schon weit unter den 90 sind. Sehr gut. Also Leistung wieder hoch. Jawohl, jetzt geht es auch wieder bergab. Sehr gut. Signal ist grün. Und ab hier geht es 90. Wir schalten schon mal ab. So, das Signal ist grün. Sehr gut. Es sind aber viele Signale verbaut. Diesen kleinen Streckenabschnitt. Oh, wir müssen ein bisschen bremsen. Sonst wären wir noch zu schnell. Und 9. Ja, so muss es klingen. Sehr gut. Das war doch mal ein guter Sound. Muss man auch mal loben, der PC. Kommt nicht allzu oft vor. Ich verwechsel immer die Schneeflugtafeln mit einer Geschwindigkeitsveränderung. Das sieht immer so aus dem Winkel so aus wie eine. Ein Geschwindigkeitsmeldmeter. Sehr gut bremsen. Ich muss ordentlich weg ab. Und das ist eine Geschwindigkeitsangelegenheit für 80. Wird natürlich bestätigt. Okay, Glück gehabt. 1000 Hertz Magnet ist nicht angegangen. Das total, wenn ihr das Licht von außen reinstrahlt und einen ganz kurzen Führerstand erhält. Das sieht immer so unglaublich gut aus. Wir sind ein
bisschen zu schnell. So, geht doch. Und ab hier gelten 120, heißt also, wir können auf 100 wieder hoch. Und da kommt ein Kollege vorbei, oder eine Kollegin auch bei 204. Ach, sieht das herrlich aus. Das war die 80er-Anfänger. Ah, dann mal schnell runter mit der Geschwindigkeit. Oh, oh, ich sehe eine PZP-20 im Voraus. Komm runter mit der Geschwindigkeit. Los. Ah, es wird nichts. Das gibt nichts für uns heute. Es geht ordentlich bergab. Ey, ey, ey. Das war sehr, 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 sehr knapp. Runter mit der Geschwindigkeit, los. Wird ja nicht schneller als 55 werden. Sind wir 11 Kilometer im Chemnitz. Meine Güte, das dauert.
So, stellen wir uns mal hier vorne am Bahnsteig hin. Na, dahin. Also, was mir sehr gefällt, ist, dass hier einfach der Bahnsteig eine andere Textur hat als hier die normalen modernen. Das ist echt gut gemacht. Hier ein Flör. Wir sind so schnell. Passt. Vorne dann 120. Also Bremsen wieder lösen. Und Leistung hoch. So, Lok, komm schon. Hoch der Geschwindigkeit. Mach mal hin. Wird natürlich bestätigt. Haben wir keine Auswirkungen auf uns.
Bahnhof von. Wieder und wieder. Hoffe ich, dass wir in Zukunft ein paar mehr Loks bekommen mit solchen Führerständen und so einer Fahrer.
wenn ihr wisst, was ich meine. Also ein paar schöne Altbau-Loks. Okay, 80er Ankündigung, hoffen wir, dass die Kids auf dem nicht anspringen. Ach, Glückwunsch. Hier vorne dann 80 auf dem Hauptsignal. Und das ist eine Ankündigung auf 50, auf 60. Aber nicht für uns, ne? Nee, gar nicht. Aber das ist für uns. Das ist normal. Dann haben wir noch 800 Meter. Nicht anhalten. Wer sagt dir denn, dass du anhalten sollst? Ja? Ja, der zweite Luftplatz ist auch schon wieder geschlossen, also nicht schlecht. Haben wir hier noch mehr 85 und Raven. Was haben wir im Bahnhof stehen? 143 und eine 612er Doppeltraktion. Sonst ist hier gerade nicht viel los. Kein Fernverkehr.
So, 500 Hertz ist an. Noch rund 200 Meter bis zum Hauptsignal. So, dann kommen wir mal langsam zum Halten. Perfekt. Gut, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Alles Gute, alles Liebe.